Servus Leute, in dem Video zeige ich euch, wie ihr auf einer Echo 6 ohne Beleuchtung diese eben einbauen könnt. Starten wir einmal. So, jetzt zeige ich, testen wir mal das Ganze, ob das funktioniert. Ich habe das angehängt an meiner Echo 6 S300 Platine. Und es funktioniert. Und es macht ein schönes Licht. Der eine LED leuchtet etwas anders, da ich das LED bereits getauscht habe und das hat schon eine andere Färbung, doch wenn ihr zwei Originale kauft, dann werden sie auch gleichmäßig in dieser Richtung leuchten, also weiß und nicht lila. Sehr gut. Ich habe hier meine Echo 700, da habe ich mir jetzt dann gleich abgeschaut, wo die Löcher hingehören. Hier habe ich mir schon bereits zwei Markierungen gemacht. So. Jetzt schneide ich mir diesen Kreis einmal aus. So. So, nach denen, die das zusammenbauen wollen, 22 mm von da unten weg und 24 von der Kante bis zur Mitte. So, jetzt haben wir einigermaßen richtig, mittig. Perfekt. Das schaut auch nicht schlecht aus. Sieht gut aus. So. Schauen wir mal rein. Einmal. Es wird dann angeklebt und dann mit dem 14 einfach drüber und fixieren, damit, wenn es dann drauf drückt und fixiert ist, dass das nicht mehr hochkommt. Genau so machen wir das und dann kommt dann dieses Stück da drauf.
Dazu müsste ich da ein bisschen was abschneiden. Euch wird das auf jeden Fall sicher besser gelingen, oder ich habe vielleicht noch bessere Ideen als ich, wie das Ganze noch klappen sollte. So. Und das Ganze kommt dann da daher. So. Geht schon, was passiert, wenn wir die Platine geben. Welche es ist, das mache ich schon. So, es ist. Hier ist die Platine auf der Seite, dann ist es die rechte, das ist die linke. Okay, das ist der linke. Und dann müssen wir dann. So. Drauf befestigen. Genau, so. Okay. So, das Ganze sollte eigentlich so aussehen, dass es genau mittig hier ist, die LED. Genau so. Sehr gut, das ist aber zu nah. Das wird anstoßen. Das heißt, wir werden jetzt da noch ein bisschen aufpolstern. Genau hier. Hier. Wir werden jetzt aufpolstern müssen. Versuchen wir es einmal mit Superkleber. Schauen wir, ob das vielleicht die bessere Lösung ist. Hält. Und auf der Seite kommt auch eins. So, jetzt kommen wir schon dorthin, wo wir hin wollen. So, und jetzt ist das dann das Drüberstück auf beiden Seiten. Das Ganze kommt so. Ungefähr so drüber. Dann muss ich das dann ein bisschen wegschleifen. Oder halbieren. Schauen wir mal, wie das gelingt. Und da wird eben die Platine hineingeschoben und sollte dann festhalten. Schauen wir. Ja. So. Und jetzt da. Schauen wir, ob das hält.
Und das Ganze ist in der Mitte. Perfekt. Und so kommt dann das Ganze hier hinein und wird fixiert. Sehr schön. Und dann kann man das mit einer Spitzzange leicht herausnehmen. Das lasse ich jetzt einmal so drinnen stehen. Dann das ein bisschen mit Heißkleber verstärken. Fertig. Jetzt mache ich die andere Seite noch. So, und jetzt perfekt. Da sieht man, die LEDs sind in der Mitte vom Strich. Also wird das auch gut funktionieren. Super. Perfekt. Gut, ich hoffe, das Video hilft euch weiter und ihr könnt auch eure EQ6 S100, S300 oder S400 auf LED-Beleuchtung umbauen. Die Platine dürft ihr den Strom immer hergeben, ihr braucht euch nur das Kabel mit diesen Plastikteile und die Platine dahinter einbauen und es eben so verbauen, wie ich es gemacht habe, oder vielleicht etwas anders. Ja, wenn ihr Fragen habt, fragt euch. Sonst freue ich mich, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Video. Baba!